Shanghai gegen Salzburg. Ja, und falls es meinen treuen Fans interessiert, das Bayern-Spiel ist im ersten Stream ab Minute 54. Du kannst natürlich auch woanders reinschauen. So, hier spielt auch meine Legende. Und wenn euch wundert, dass ihr ein paar Spiele in Salzburg hier nicht kennt, so wie Wilson zum Beispiel oder Armstrong oder Ayan, der Bruder von Ayran. Ich habe diese Mannschaft so übernommen, wie sie in der zweiten Saison von unserer Liga war. Spoiler-Alarm, die zweite Saison wird noch nicht ausgestrahlt, weil die erste noch am Laufen ist. Aber das haben wir eben so übernehmen dürfen, eine Mannschaft, wenn wir wollen haben. Glaube, sonst habe ich nichts vergessen. Stillschweigende Zustimmung von Ending bedeutet, ich habe nichts vergessen. Ja, mal schauen, Shanghai gegen So, Salzburg. gerne. Puh. Ja, ist die 1 zu Frage. 0 Juventus gegen Manchester City gespielt. Lazio gegen Tottenham 3 zu 3. Sechs Unentschieden jetzt in Folge gewesen. Wer durchbricht den Bann? Vielleicht einer der beiden. Ja, und ich glaube, die beiden sind hier schwer auf dieser großen Bühne einzuschätzen. Ja, und Enexan. Ah, da kann man die Trikotnummern auch sehr gut lesen. Hast du dir genommen, weil irgendein Lieblingsspieler dabei war? Ja, Hulk und Alexan. Ah, Finde ich da cool. da ist der Hulk. Den hast du ja immer gehabt. Und Oscar ist dort auch noch. Ja, die Blasis habe ich auch eingefügt, die war auch nicht dabei natürlich. Oh! Machst du Spaß? Alter, Wappler! Alexon, Doppelpack. Was war das jetzt, Goli? Wahnsinnstreffer, trotzdem noch schön überhoben, muss ich sagen. Ja, dass er den nicht gehabt hat, mir der ist nicht zurückgelaufen. Ja, Salzburg ist natürlich ein bisschen eine Zitterpartie gewesen, ob man die nehmen soll. Aber da ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler dabei von den Österreichern, Junuzovic. Oh. Mal sehen, ob das ein einmaliges Vergnügen werden wird, bleiben wird. Oder ob sie sich hier halten können in der Champions League, wie gesagt. Der Start war schon mal kein guter. Das schlechteste Team von einem jeden muss ja mal eine Runde mindestens aussetzen. Oh, ernsthaft. Aber es ist mal weiter. Stankovic, Scheiße, ja, sollte man jetzt auf. Vielleicht ist das der Grund, dass der anders reagiert auf einmal. Okay, auf das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht geachtet. Den habe ich aus gutem Grund genau eine Partie spielen gehabt. Verstehe ich nicht.
ja, trotzdem, es ist nur eine halbe Stunde um, da ist noch viel Zeit dahinter. Wir haben Lazio eben Tottenham gehabt, die auch ein 3:0 aufgeholt haben. Oh! Oh, da, jetzt habe ich nichts weggebracht. Oh, ja, ein Spieler schon. Odil Akhmedov sieht immer gelb. So, Munas Dabur. Oh. Das war jetzt zu offensichtlich anscheinend. Oh Mann. Alexan. Da kann ich gleich irgendein Bimbo reinstellen, Leute. Hattrick! Und genau, Salzburg liefert wahrscheinlich genau das ab, was du gesagt hast. Einmal ein bisschen ein Absetzen von den Toren her. Ah, den habe ich nicht mit. Klarerweise. Was hab ich gesagt? Naja, das ist mal eine deutlichere Partie, wann es mal eine deutlichere Partie wird. So quasi. Ja. Tut mir leid, dass gerade die Salzburger trifft irgendwie. Alter. Ja, auch eigentlich schade. War immer stark jetzt in der zweiten Saison. Wilson. Vielleicht gibt er das jetzt Selbstvertrauen. Mir ist Neil. Ja, auch ein Top-Transfer gewesen. Jetzt wird er nicht ungespoilert, weil der war in der ersten Saison noch nicht dabei, glaube ich. Dankeschön für diese Fanbereitschaft. Oh. Boah. Nein. Alter, was ist jetzt los mit dem Internet? Was bockt's nicht? Luckily as indicated, there will be a minimum of 2 minutes. Ja, aber ich glaube, jetzt haben sie sich ein bisschen gefangen. Ja, ich finde auch bei den Toren wirklich, zweimal war halt wirklich Stankovic schuld, muss man sagen, bei den zwei Eber. Das ist dann auch bitter. Zwei Eigenschnitzer. Aber wie gesagt, 3:0 wurde schon gedreht. Gerade auch in dieser Gruppe. Und der Ballbesitz ist eindeutig bei Salzburg. Es kann natürlich auch ein bisschen sein, dass das nicht das Salzburg ist, mehr dass es vorm Kader-Update war. Das tut weh, dass ich das nicht bemerkt habe mit Goalie. Ein sogenannter Windhund.
Oh, schön. Oh. Scheiße. Ja, Falco macht das Spiel in dieser zweiten Halbzeit. Boah. Alter. Viel besser für mich. Ja, stimmt. Näher dran. Winovic. Der hat er, glaube ich, schon mal getroffen in unserer Liga. Durch seinen Freistoß. Mhm. Oh. Nein! Oh. Alter. Aber sie kämpfen brav. Schöner Reflex vom Goalie. Ich kann mich erinnern an so ein Tor, das gestern bei mir reingenudelt worden. Aber ich will mich nicht beschweren. Bin ja selber schuld an der Misere von Salzburg dabei. Jetzt. Der war schön. Schön gleich weitergeleitet. Oh mein Gott, du haltest mal was. Oh ja, das ist ein treuer Fan. Der eskaliert, wenn Salzburg ein Tor schießt. Das gefällt mir. Also eskaliert im positiven Sinne. Das eskaliert und machen. Ja, zu tief. Oh, das wollte ich so nicht. Alter, ernsthaft? Was ich auch vergessen habe einzustellen, sind die Schnellwechsel. Na, die habe ich eigentlich auch nicht gemacht. Weil ich noch nicht so gut so bin, wechsle ich an. Oder doch, in. Na. Ah. 20 Minuten noch. Der Schlager ist ehrlich ordentlich gestiegen, seit FIFA 19 rausgekommen ist. Das ist ein 78er. Hm? 78er? Ja. Oh mein Gott, was mache ich da? Ups! Retour erfolgreich. Hast du jetzt nochmal passt oder? Verdrückt. Ich wollte ehrlich schießen. Oh, schon. Oh, das. Nein! Nein! Oh mein Gott. Oh, hinter Vorder.
Aufs leere Tor. Das war aber schön gesehen. Der Pass, den hätte ich nicht gesehen, dass der da drüben rennt. Aber was gut. Hat's im Endeffekt gebracht? Ja, aufs leere Tor. Das ist zu fest draufgehalten. Wahnsinn jetzt. Da zieht er jetzt sogar schon richtig. 35 Minuten die Fehler gut ausgenutzt und jetzt. Puh. Da würde ich jetzt gern wissen, wer das so vorbeigeschossen hat. Ob das Minamino war, nicht vielleicht. Das war jetzt Figo. Ah, Figo. Aber so vorbei, weil er aufs Tor geschossen. Oh! Na was? Was? Den hast du aber noch unterwischen schlagen, muss ich da sagen. Ja, aber da ist schon gerutscht und dann hat ihm der Dormann gefallen und dann ist er gefallen. Voller Wäsch Gras gefressen. Alter. Yes! Elferkiller. Der chinesische. Das gibt yes! Yes! Ja, Lazio und Tottenham. Ich komm danach. Wer bist du? Ich mach grad das. Tür geht auf. Verständnisloser Blick. Das war schon wieder zu viel. Ja. Das sind verlorene Punkte. Ja, eigentlich war es nur 3:3, aber super, wie du da mitgegangen bist. Aber die Chancen von ja. Dreimal Latte, zwei einfach. Zeit, glaube ich, Salzburg abschließen können, Shanghai. Ja, aber brav zurückgekämpft, eigentlich, muss ich sagen. Ja, das muss man auch sagen. Dann. Von einem 3-0 war das oder war das 3 oder war das 2? 3-0. 3-0. Von einem 3-0 brav zurückgekämpft. Ich muss sagen, ich bin stolz. So. Auf die Burma.